Moin zusammen, ich bin heute im kleinen Walsertal unterwegs und werde nun gleich einen Winterwanderweg testen. Viel Spaß! Direkt vor mir seht ihr den Ifen. Das ist ein recht bekannter Berg hier. Das ist auch ein riesen Skigebiet. Da werde ich jetzt gleich mit der Bergbahn hochfahren, denn dort oben gibt es einen relativ schönen, zumindest laut Beschreibung, Winterwanderweg. Und wie gesagt, den werde ich mir jetzt gleich anschauen. Aber zuerst geht es jetzt mal in die Bergbahn. Ich bin jetzt oben angekommen. Direkt vor mir seht ihr den Ifen. Da ist auch ein Gipfelkreuz. Da kann man im Sommer auch hochwandern. Wird heute nicht gehen. Und hier hinten, da seht ihr so einen kleinen Weg, der da hochgeht. Das wird wahrscheinlich der Wanderweg sein. Gibt laut Talstation auch zwei verschiedene Wege. Der eine ist ca. 3 Kilometer lang, der andere 5. Und mal gucken, welchen Weg ich jetzt gleich nehmen werde. Hier rechts von mir, da geht jetzt die Skipiste runter und hier vor mir, beziehungsweise hier schräg rechts vor mir, sind diese beiden Winterwanderwege. Die sind auch recht gut präpariert. Also da ist die Pistenraube drüber gefahren. Da kann man wirklich relativ easy laufen. Ich hoffe nicht, dass es hier zu arg steil nach oben geht, denn es sind ja schon in den letzten Tagen einiges an Wegstrecke gelaufen. Dementsprechend habe ich heute ein bisschen Muskelkater. Aber mal schauen, ich bin ja in erster Linie auch zum Fotografieren hier. Und ich denke, hier oben hat man so einen richtig, richtig geilen Ausblick auf die umherliegenden Gipfel. Dazu dann noch Schnee. Und ich denke, das gibt richtig, richtig schöne Bilder. Wichtig ist, wenn ihr hier hochfahrt, zum einen, dass ihr natürlich hier nicht rechts über die Skipiste läuft, denn das kann natürlich sehr gefährlich werden. Und noch wichtiger, weil hier oben ist ja alles angeschrieben, das heißt, sich da auf die Skipiste zu verirren, ist relativ schwierig, würde ich sagen. Aber die letzte Talfahrt von dieser Bergbahn ist um 16 Uhr. Wenn ihr die verpasst, habt ihr natürlich ein Problem, denn jetzt hier im Winter runterlaufen, also ins Tal laufen, funktioniert nicht. Deswegen pünktlich um 16 Uhr hier an der Bergstation sein. Okay, zwei weitere Dinge wären vielleicht auch noch ganz wichtig gewesen. Das wäre eine Sonnenbrille, denn hier oben der Schnee, der blendet nämlich ganz schön. Und Sonnencreme, habe ich beides vergessen, ist ein bisschen dumm. Deswegen hoffe ich, dass ich nachher, wenn ich unten bin, nicht schneeblind bin und vor allem, dass ich keinen Sonnenbrand habe. Kommando zurück. Ich bin jetzt hier oben angekommen. Das ist meines Wissens hier das Hahnköpfle, beziehungsweise wir sind hier in Richtung Hahnköpfle. Ob es jetzt genau ist, hier hinter mir rechts, kann ich tatsächlich nicht sagen, denn hier gibt es kein Schild und Google Maps spackt hier oben auch ein bisschen. Aber hier links kommt jetzt ein Schild, dass hier sozusagen die bearbeitete Piste endet. Hier sollte man jetzt nicht weiterlaufen, denn sonst kann man irgendwo abstürzen. Deswegen werde ich jetzt hier wieder runterlaufen und dann hier unten den anderen Weg nehmen. Ja, und schaut mal, was man hier für eine geile Aussicht hat. Also wirklich richtig, richtig episch mit dieser Skipiste hier unten. Es sieht richtig geil aus. Hier rechts von mir ist der Ifen mit dem Gipfelkreuz. Da habe ich auch schon ein paar richtig schöne Bilder gemacht. Wetter, muss ich sagen, ist heute auch fast perfekt. Wie ihr sehen könnt, ist es bewölkt, ein bisschen Sonne, aber kein High Noon, kein krasses Gegenlicht, keine krasse Sonne. Also zum Fotografieren wirklich ein Top-Wetter. Und ich denke mal, wenn ich jetzt gleich hier unten auf diesen offiziellen, in Anführungszeichen, Rundweg gehen werde, dass ich da wirklich noch viele, viele schöne, geile Bilder machen kann. Hier rechts könnt ihr nochmal das Schild sehen. Da steht tatsächlich Höhenweg Hahnköpfle. Deswegen würde ich behaupten, dass man bis zum Gipfelkreuz hier hochlaufen kann. Dann muss man wieder runter und dann geht es eben hier weiter. Wenn ihr hier seid, hochgehen lohnt sich auf jeden Fall, denn ihr könnt auf die andere Seite
nach hinten runterschauen und seht von dort aus tatsächlich bis zum Bodensee. Hier vorne kreuzt der Fußweg die Skipiste. Das heißt, hier muss man jetzt ein bisschen aufpassen, dass man nicht mit irgendeinem Skifahrer bzw. mit einer Skifahrerin kollidiert. Sollte aber kein Problem sein, muss man eben einfach ein bisschen nach rechts und links schauen. Im Prinzip wie im Straßenverkehr und dann geht es schon. Ja, und schaut mal, was für eine geile Aussicht ihr hier habt. Ich habe jetzt mal in den Drohnenmodus gewechselt, denn wie ihr wisst, bin ich mit einer Insta360 unterwegs und habe hier meinen 3 Meter Selfie-Stick am Start. Deswegen kann man hier schon so drohnenartige, geile Shots machen. Ich habe auch schon meinen Windschutz an meinem Mikro installieren müssen, denn es ist hier oben jetzt tatsächlich so ein bisschen windig geworden. Sonne ist jetzt auch weg. Aber wie gesagt, zum Fotografieren absolut geile Aussicht. Also ich bin mir zu 1000% sicher, dass ich nachher richtig geile Bilder haben werde. Der Rundweg hier, der ist jetzt auch tatsächlich deutlich einfacher zu laufen, wie dieser kurze Anstieg vorhin hoch zu diesem Hahnköpfchen. Das könnte man hier links hinter mir noch sehen, also dieses kleine Gipfelkreuz, da kommen wir sozusagen her und laufen jetzt immer weiter hier diesen planierten Winterwanderweg entlang. Hier vor mir kommt jetzt ein Wegweiser, der ist sehr wichtig, denn hier rechts geht's den Rundweg entlang, also die 3 oder die 5 Kilometer Runde, und wenn ihr hier vorne weiterlauft, dann seht ihr so ein richtig fettes rotes Stoppschild. Da geht es dann auch wieder nicht weiter. Da sollte man auch nicht weiterlaufen, denn da kommt man wahrscheinlich irgendwie auf die Skipiste. Hier ein Stück weiter vorne kommt jetzt so ein kleiner Aussichtspunkt, würde ich mal sagen. Hier rechts ist auch so eine Tafel. Da sind die ganzen gegenüberliegenden Berggipfel angeschrieben, also wie der Berg dann genau heißt und wie hoch er ist. Dann sind hier noch so ein paar Bänke, da könnt ihr ein kleines Päuschen einlegen und einfach dieses krasse Panorama hier genießen. Ein wichtiger Hinweis gilt aber natürlich nicht nur im Winter, sondern auch wenn man hier im Sommer unterwegs ist. Ich glaube übrigens, dass es diesen Weg hier so in der Form im Sommer gar nicht gibt. Ich kann mich natürlich auch täuschen, aber ich habe gerade mal bei Komoot geschaut, ob es hier irgendwie, keine Ahnung, einen Wanderweg gibt. Da ist aber nichts verzeichnet. Deswegen glaube ich tatsächlich, dass dieser Winterwanderweg im Sommer schlichtweg einfach irgendwie hier wilde Natur ist und dass man hier im Sommer gar nicht laufen kann. Aber wie gesagt, kann auch sein, dass ich mich täusche. Ich bin ja hier kein Einheimischer. Hier an dieser Stelle könnt ihr euch jetzt entscheiden, welchen Rundweg ihr weiterlaufen wollt. Hier links,
geht die kurze Variante mit 3 Kilometer entlang und rechts von mir die 5 Kilometer Variante. Und überall sind Hinweisschilder, dass um 16 Uhr die letzte Gondel zum Tal fährt. Ich gehe jetzt auf der längeren Route weiter, denn ich bin gespannt, wie es da hinten aussieht. Ich habe auch gelesen, dass man hier irgendwie über bzw. am Gottesacker vorbeikommt. Das ist wohl hier oben auf dem Ifen ein recht bekanntes Gebiet. Und wie gesagt, ich bin mal gespannt, ob wir dran vorbeikommen und ob man überhaupt was davon sieht, denn hier liegt ja überall mindestens 90 cm Schnee, wie ich auf der Website von der Bergbahn eben nachgelesen habe. Was auch ganz witzig ist, ich habe gerade mal auf Komoot geschaut. Wir befinden uns hier ja im Grenzgebiet zwischen Deutschland und Österreich. Und meines Erachtens haben wir auf diesem Winterwanderweg immer zwischen deutschem und österreichischem Staatsgebiet gewechselt. Also hier irgendwo in der Ecke ist die Staatsgrenze. Sieht man jetzt natürlich nicht, denn da ist Schnee drüber. Also normalerweise ist da ja immer irgendwie so ein kleiner Grenzstein, den man dann, wenn man hier im Sommer oder im Frühjahr oder im Herbst wandert, sehen kann. Hier bei Schnee sieht man den nicht, aber hier irgendwo in der Ecke müsste die Grenze sein, zumindest laut Komoot. Und tatsächlich, hier vorne ist wirklich ein Schild, also ein Grenzschild, dass wir hier jetzt die Staatsgrenze zwischen Österreich und Deutschland überschreiten. Also haben sie hier gerade wegen diesem Winterwanderweg extra ein Schild aufgestellt. Aber wie gesagt, ist immer recht spannend, wenn man hier in den Bergen unterwegs ist, weil da oftmals die Ländergrenzen direkt oberhalb am Berg verlaufen. Und da gibt es dann natürlich auch keinen richtigen Grenzposten, wie jetzt unten an der Straße oder so. Ja, und von dieser Seite, also vom 5 Kilometer Rundweg aus, hat man meiner Meinung nach hier den besten Blick auf den Ifen, der hier direkt vor mir mit dem Gipfelkreuz obendrauf zu sehen ist. Und das Gebiet hier vorne, das müsste jetzt laut Komoot der Gottesacker sein. Wie gesagt, sieht man jetzt nicht wirklich viel davon, weil eben Schnee drüber liegt. Ist aber, wenn ich es richtig gelesen habe, hier ein recht bekanntes Gebiet, eine recht bekannte Gegend, wo man auch im Sommer, glaube ich, drüber oder auch dran vorbei wandern kann. Und unser Weg, der wird jetzt hier vorne links weiter zurück zur Bergstation führen. Weiter hinten kommt jetzt ein Schild mit Bodenseeblick. Denn wenn man jetzt hier hinten ein bisschen in die Ferne schaut, das ist heute ein bisschen schwierig, da es ein bisschen dunstig ist. Ich kann es so ganz leicht am Horizont erkennen. Da ist so ein, ja, wie so ein Meer, würde ich sagen. Man sagt ja nicht umsonst das Schwäbische Meer. Da ist nämlich der Bodensee. Also man kann von hier aus auch auf den Bodensee blicken. Das könnt ihr ja auch, wenn ihr hier hinten auf diesen Aussichtspunkt hochlauft. Von dort aus habt ihr auch nochmal einen Blick auf den Bodensee. Und wenn das Wetter ein bisschen besser ist, beziehungsweise wenn es nicht so wolkig ist, dann kann man es von hier hinten wahrscheinlich auch ein bisschen besser erkennen und vor allem, man kann wahrscheinlich auch richtig schöne Bilder machen. Ich bin jetzt am Ausgangspunkt angekommen. Hier links ist der Rundweg. Hier vor mir befindet sich die Bergstation, wo wir gleich ins Tal fahren werden. Und hier hinter mir geht es hoch zum Aussichtspunkt. Deswegen mein kurzes Fazit. Lohnen tut sich's auf jeden Fall, hier hochzufahren. Ihr habt gesehen, ihr habt hier eine geile Aussicht, könnt tolle Fotos machen, könnt wirklich schön laufen. Ich würde euch auch tatsächlich empfehlen, auf jeden Fall den längeren Weg zu laufen, denn ihr seid hier nur circa 2 Stunden unterwegs. Es ist alles relativ einfach zu laufen. Ihr braucht allerdings festes Schuhwerk, sollte auch alles ein bisschen Wind und Wasser und vor allem Schnee geschützt sein, denn wie ihr gesehen habt, ihr lauft auf Schnee. Aber wie gesagt, alles gar kein Problem. Dann ganz wichtig, Sonnenbrille und Sonnencreme nicht vergessen. Ich glaube, das werde ich nachher bitter bereuen. Aber gut, das ist dann sozusagen Lehrgeld, das man zahlen muss. Wenn ihr herkommt, dann würde ich auch vielleicht ein bisschen darauf achten, dass ihr
antizyklisch kommt, denn vor allem durch das Skigebiet hier oben ist immer relativ viel los. Heute ging es, muss ich sagen, also wir sind um 9.30 Uhr hier hochgefahren, da war es relativ human, aber wir sind jetzt auch unter der Woche und auch schon in der Nebensaison hier, deswegen ist es auch kein wirklicher Vergleich zu einem Ferientag oder eben zu einem Wochenende. So viel für heute. Ich hoffe, euch hat mein Video gefallen. Falls ja, lasst mir gerne einen Daumen hoch da. Und wenn ihr auch noch Tipps fürs Kleinwalsertal bzw. die ganze Region hier habt, dann schreibt es einfach mal unten in die Kommentare. Und jetzt, wie immer, der obligatorische Hinweis, abonniert meinen Kanal, denn nur so verpasst ihr kein Video mehr von mir. Wie ihr sehen könnt, bin ich schon auf dem Weg ins Tal und deswegen bleibt mir nur noch eins zu sagen, wir sehen uns!